Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Ultra Mond. Ja, beim letzten Mal sind wir hier kurz vor dem Schattenwald, glaube ich, hieß er, angekommen. Wir stehen geblieben, wo wir mal wieder ein bisschen genervt wurden, indem wir ja zum Festival Plaza berufen wurden. Nachdem wir ja auch schon Akromas getroffen haben, der anscheinend irgendwas mit diesen komischen Ultra-Dimensionsforschern zu tun hat. Naja, mal sehen, was er so noch zu zeigen hat, zu bieten hat im Allgemeinen. Was er für eine Rolle noch spielen wird. Wir werden es alles noch herausfinden, denke ich mal. Indem ihr dieses Hut hier erstmal plätten, natürlich. Das hier einfach uns davon abhält, das Item da einzusammeln. Geht ja mal gar nicht. Naja, und Evoli wird sich ja jetzt gleich wieder entwickeln, ne? Du sollst dich noch nicht entwickeln, Evoli. Du sollst noch kein Nachtara werden. Oder allgemein sollst du kein Nachtara werden. Ein Tauchball. Habe ich eigentlich einen, wie ist der Stein nochmal? Ilkstein. Sieht nicht so aus. Schade. Ansonsten hätte ich halt gesagt, gebe ich Evoli den Ewigstein einfach mal. Damit es sich eben nicht immer entwickeln will. Oh, wer ist denn da? Lass mich in Ruhe. Nee, ich gehe jetzt so lange auf diesen Sack, bis du mir irgendwas sagst. Dann halt nicht. Guck mal hier hinein. Ey, da hinten ist ein Dubella. Das Zimmer rechts hinten ist dazu dauerhaft vermietet. Das wird so schnell nicht frei. Der Junge, der sich dort einquartiert hat, hat unglaubliche 2 Jahre im Voraus bezahlt. Allerdings scheint er neuerdings nicht mehr so viel Geld zu haben wie noch zuvor. Team Skull zahlt seinen Mitgliedern wohl nicht genug, um vernünftig davon leben zu können. Die kriegen Geld? Okay. Ich dachte, es wäre einfach nur ein... Ach, der will kämpfen. Okay. Tu mir. Wir leben nur vom Prestige, in diesem Club zu sein. Oh, der hat einen Gangama. Das ist ein ganz schön starkes Kind dann. Hätte man nebenbei auch da fangen können, wo ich hier das Ignis bekommen habe. Beziehungsweise, okay, ich wechsle definitiv. Das ist ja fast gar kein Schaden. Also muss der Gewalt heran. Mann, wieso nehme ich eigentlich das Evoli andauernd mit, wenn ich es doch sowieso nicht verwenden werde, ne? Frage ich mich gerade. Ja, Mogelhieb in der wievielten dritten Runde? Na, das hast du sogar einen Durchbruch überlebt. Okay, jetzt choked der, oder? Jetzt spielt er dumm. In dem Sinne, ja, kann ich prinzipiell auch einfach Evoli entwickeln lassen. Da bist du ja, sag mal, tickst du noch richtig? Oh, aber Bruderherz. Du hast schon wieder meine Pokémon mitgenommen, ohne zu fragen. Ah, deshalb hatte der einen Kangama. Es tut mir leid. Und dann verlierst du auch noch haushoch. Aber warum? Dein Pokémon ist doch eigentlich unbesiegbar. Ein Pokémon kann noch so viel Potenzial mit sich bringen. Wenn du es im Kampf nicht anzuwenden weißt, nützt es dir gar nichts. Welche Kraft in einem Pokémon steckt, kannst du erst verstehen, wenn du dich jeden Tag mit Liebe und Geduld um es gekümmert hast. Wer mit dem Pokémon Anna gewinnen möchte, muss zudem auch selbst stärker werden.
Wenn ich von meinen Freunden besiegt wurde, habe ich immer meinem Pokémon die Schuld dafür gegeben. Deshalb bin ich nie wirklich stärker geworden. Du siehst mir nicht aus, als ob du 11 oder 10 oder was auch immer noch bist. Wieso das überhaupt schon Pokémon haben, Junge? Aber jetzt kümmere ich mich besser um mein eigenes Pokémon. Und dann werde ich irgendwann mit ihm gegen dich kämpfen und dich besiegen, Bruderherz. Denk nicht, dass ich dich so einfach gewinnen lassen werde. Hüpf nicht so viel rum, lass mich wieder bewegen. Tut mir leid, dass du in unseren kleinen Stall verwickelt wurdest. Vielleicht kann ich mich hier bei dir entschuldigen. Nein, gib mir mehr. Nun, das ist erledigt. Wollen wir sehen, wer von uns am schnellsten zu Hause ist? Oh ja, mach's gut. Okay. Eine Golferin auf einem Parkplatz. So, so. Ja, Lena. Wenn ich da mal sagen muss, sind die Sprites echt langweilig. Es sind einfach nur... oh, stimmt. Ich hätte da Tickle vielleicht mal heilen sollen. Wenn ich schon mit ihm weiterkämpfe. Ich meine, das hier ist ja das Sprite der Schönheit, ne? Und da wird einfach nur ein Golfschläger in die Hand gedrückt. Das war's. Warum spielt die Karte so dumm? Hast du wohl Angriffsattacken oder nicht? Ja, hast du jetzt nicht anders verdient. Das hast du jetzt nicht anders verdient, Alena. Definitiv nicht. Okay, mehr scheint es aber nicht mehr zu geben. Dann gehen wir mal ins Pokémon Center kurz zurück. Heilen meine Monmons. Beziehungsweise, ja gut. Es haben zwei Pokémon gekämpft, also Monmons, ja. Oh, der Tick ist das einzige Pokémon in einem Superball. Das ist natürlich jetzt ein bisschen seltsam, aber naja. Also unpassend. Wir müssten ja jetzt eigentlich auch jeden Trainer hier auf der Route besiegt haben, ne? Das heißt, diese... Das ist eine Ast-Trainerin. Die hier müsste jetzt auch kämpfen. Was? Jetzt immer noch Trainer? Den habe ich jetzt noch verpasst. Dich habe ich besiegt. Dich habe ich besiegt. Ich habe ich besiegt. Gibt es hier noch irgendwo einen Trainer? Oh, da unten geht es noch weiter, ne? Eventuell ist hier. Achso, hier können wir Reislaus fangen. Das Reislaus. Na gut, okay, hier gibt es noch Wasserstellen. Also eventuell gibt es hier noch ein paar Trainer. Ja, mal gucken, ob wir es dann überhaupt heute zur Prüfung noch schaffen, ne? Wenn wir hier jetzt immer noch was machen können. Wir werden es sehen. Oh, da liegt ein Item, ein Wasserstein. Hm, okay, das sind Kämpfer. Ich vergesse es immer wieder. Gut, da Tignis und Malikek, ihr dürft kämpfen. Oh, hier wieder, das ist ein Vorschüler. Na gut, okay, hier ist eine Familie. Der heißt hier sogar Vorschüler. Da kann man das mal akzeptieren. Ein Handy wie Birk hat als.
So, er ist nicht mehr. Musste jetzt mal kurz ausschalten. Bald stumm schalten. Ansonsten hätte nur weiter genervt. Das muss ja nicht sein. So, säusel deine Stimme hier weiter. Mach sie platt. Dankeschön. Ist das Malikek eigentlich schneller als mein Vogel hier? Vogel, du musst schneller sein. Du hast den höchsten Base-Init-Wert in meinem Team bisher. Warum bist du so langsam? Okay, Malikek ist ein paar Level höher gewesen, aber trotzdem. So, haben wir jetzt alles? Mag es ja irgendwie zu bezweifeln. Da oben ist ja noch mehr. Wobei, nee, das ist jetzt eine andere Route. Also gehen wir jetzt nochmal gucken, denn ich will die Astrainerin da noch besiegen, ja? Wenn schon, denn schon. Wollen ja alles mitgenommen haben hier, ne? Und ihr gibt uns vielleicht noch eine TM, auch wenn es nur freier Fall ist. Okay, jetzt haben wir sie wirklich alle besiegt hier. Also können wir auch endlich gegen sie kämpfen. Wunderbar. Ist das unsere erste Astrainerin? Ey, Mirror Match. Der Tignis gegen der Tignis. Auf dem gleichen Level und gleiches Geschlecht. Okay, es ist wirklich ein Mirror Match. Nur ihr ist es schneller, verdammt. Ich glaube, wir machen mehr Schaden. Weil dadurch, dass ihr schneller ist. Ja, wir machen mehr Schaden. Okay, reicht mir. Mirror Match geht an uns. Definitiv. Außer es quittet uns jetzt. Das wäre natürlich nicht so gut. Oder wir kommen jetzt gleich auf die gleichen Idee und setzen Rückzugkeep ein. Aber nee, wir gewinnen. Wunderbar. Auch wenn unser ein bisschen langsamer war. Ah, Evoliere schon wieder ein Level Up. Ibitak. Jakob, let's go. Man würde Sonne spielen, hätte ich jetzt ein Psyana haben können, ne? Aber wenn mir das jetzt in der nächsten Prüfung nicht allzu viel bringen würde. Aber nach Tara genauso wenig. Mein nächstes gewolltes Teammitglied ist ein Unlichtbuhmann sowieso, von daher. Ja. Macht Natala jetzt eigentlich auch nicht so viel Sinn, ne? Nee, Evoli, du sollst dich immer noch nicht entwickeln. Tut mir leid. Und TM freier Fall. Okay. So, wir sollten mal öfters auch Tauros benutzen, weil damit sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Und können hier alles über den Haufen rennen. Das macht auch Spaß. Man, potenziell hätten wir ja sogar noch eine Möglichkeit, an einen Unlichtbummer zu kommen, ne? Indem wir das Alola Radikal bekommen von vom Aish. Nee, das steht ja auch noch an. Das können wir auch noch holen. So, da geht's zur Prüfung. Und hier unten haben wir was genau? Da haben wir ein Item. Ja, ich glaube, in diesen Höhlen hier sind Diktar. Ich glaube, da waren Alola Diktars drin. Nübspatz, okay. Mit einem Akkub. Er hat meinen Bus geklaut. Wir versuchen es einfach mal. Schneller werden wir wohl sein. Okay, wir kriegen immerhin den Burn. Das heißt, einmal Glut und das Ding ist weg, I guess.
Ein Funkensprung wird uns schon nicht killen. Nee, nicht mal. Wow. Okay. Aber unser Statuseffekt, also den wir gemacht haben, macht immer einen Schaden. Bei ihm. Also hätten wir so oder so irgendwann gewonnen. Also klarer Sieg an uns. Vor uns. Gesang. Nee. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht, mein liebes Marikek. Definitiv nicht. So, nochmal kurz heilen. Bist ja sogar schon bald auf Teamniveau, mein Vogelchen hier. So soll es doch sein. Ah, jetzt sind wir hinterm Pokémon Center. Ey, ein Mabula. Hier hätten wir noch eine Chance auf einen Akkub gehabt. Aber ich habe schon eins, also interessiert mich nicht mehr. Wo kommen die ganzen Trainer hier noch her? Wenn es so weitergeht, kommen wir wirklich nicht mehr zur Prüfung heute, ne? Virginia, ist das nicht nur ein Staat in Viscora? Ach stimmt, wird ja gesagt, dass es hier Viscora gibt, ne? Na gut. Schnabeles Geduld. Ey, wenn du hier mit Geduld ankommst. Das war nicht so gut. Sorry, Krabox, aber ich muss dich mal opfern. Weil das wird definitiv ein One-Shot. Und ich glaube nicht, dass wir nochmal gequittet hätten und es dann rausgenommen hätten. Dafür hätte es uns dann definitiv rausgenommen. Wie man gerade gesehen hat. Warum fängt die man auch einfach direkt mal mit Geduld an? Was ist das? Ja, siehst du, das wäre schon sinnvoller gewesen. Aber nein, man macht Geduld. Die kleine Schnecke hier. Alter, was ist denn das für eine Trainerin? Die einfach mit Filinara. Geh mal zu meinem Bus. Filinara finde ich schon ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ob das Teil jetzt irgendwas besonders kann schon, aber es ist ein starkes Pokémon, ne? Beim Balki. Und so ziemlich das stärkste Evoli-Entwicklung, die es momentan gibt. Bei Fee. Fee ist der neue Psychotyp. Mhm. Psycho war ja in der ersten Stelle vor allem noch mega broken. Heutzutage geht es? Er will Heilung, was will? Evoli. Wir haben Virginia besiegt. Hey, und Evoli will sich schon wieder entwickeln und ich muss schon wieder Nein sagen. Ich muss mal tagsüber spielen, ey. Ein Hypertrank, ja gut. Also ich glaube, wenn es wirklich so weitergeht, kommen wir heute nicht mehr zur Prüfung. Steht doch noch mehr an als gedacht. Deutlich mehr.
Na gut, ich habe die Prüfung selber noch im Kopf gehabt, was hier passieren wird. Also ungefähr wie die aussah. Aber alles davor habe ich nicht mehr im Kopf. Das habe ich verdrängt, ja. Das habe ich verdrängt. Warum setzt du Wirbelwind ein? Weniges Eboli kommt rein. Das geht. Damit hast du dir noch schlimmer einen Feind reingeholt. Das hast du in der Tat. Pampuli. Ach so, das war genau. Das Pferdchen. Das Pferdchen. Was für ein Bodenbrummer nehme ich mir eigentlich ins Team? Mein Brummbrummer braucht man auf jeden Fall. Ohne geht's nicht. Mein theoretisch gibt's Knackrack in diesem Spiel, ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Knackrack gehabt. Allein in den letzten zwei Projekten oder so hatte ich es. Also ein strahlender Diamant hatte ich es auf jeden Fall. In Legends hatte ich es. Wirbler. Ich glaube, das war sogar eine... War das eine Stahlattacke? Kann sein. Nee, warte mal. Wenn ich da jetzt runterspringe... Na, da komme ich da raus. Okay. In der Nähe von Tracys Prüfung. Nein, da wollte ich noch nicht hin. Wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen in meiner Prüfungsstätte, dem Schattendschungel. Du wirst bestimmt an meiner Prüfung versuchen, oder? Mann, kommen garantiert. Später. Tut mir leid. Da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte erst ins Pokémon Center gehen. Da bin ich noch mal ein bisschen zu voreilig gewesen. Leider, leider. Ja. Wir sind jetzt bei knappen 13 Minuten, ne? 13 Minuten, genau. 23 Minuten. Ich glaube... Waren noch ein paar Vorbereitungen. Ah ja. Ich war ja seit der letzten Prüfung gar nicht mehr im Pokémon, beim Markt einkaufen, ne? Ja, mit. Wow, wieso sind Belebe eigentlich so teuer geworden hier? Allgemein, die Preisänderung, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Bisschen seltsam. Oh, man kann Superschutz endlich kaufen. Und hier ist es sogar, glaube ich, das erste Mal so, dass vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein Top-Schutz gar nicht so schlecht mehr war. Ich meine schon. Hier kann man Flottbälle kaufen, aber wir haben schon 11. Wow. Gut, dann brauche ich keine. So, was haben wir denn? Nee, das brauche ich jetzt nicht. Was haben wir denn noch für TMs überhaupt? Die man vielleicht sogar noch verwenden kann. Na gut, Nitro-Ladung könnte ich eventuell der Tigris beibringen noch, ne? Der physische Angriff ist ja sogar besser als der spezielle. Da kriegst du Nitro-Ladung für Glut. Und machst schon mal ein bisschen mehr Damage damit. Saldero kann das einzige freie Fall lernen, okay. Aber Braumenet, Wirbler. Ah, das ist eine Undichtattacke. Dann war auch nur Krabox lernen. Ja, ich glaube, dann passt das so erst einmal.
Und dann stellen wir es, glaube ich, jetzt noch ganz kurz vor dem Schattendschungel. Wo wir dann beim nächsten Mal die Prüfung von Mahu hieß die, ne? Angehen werden. Und daher würde ich sagen, war es das mit Pokémon Ultramond für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch verlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Ja, immer freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann die nächste Prüfung des Schattendschungels angehen. Bis dahin. Ciao, Leute.